So, hallo und alle zur nächsten Folge von League of Legends und heute spiele ich wieder mal Cho'Gath in der Mitte. Da ich wieder Punkte aufholen musste, ich in den letzten Games verloren habe. Ich weiß, ich versuche mal nur die besten Champs zu spielen, aber ich dachte, jetzt das letzte Mal. Ich will mal Jax und dann Warwick, habe ich ja zwei Games wieder verloren. Hätte ich das Warwick-Game gewonnen, wäre ich eine Promo gewesen. Und, ja. Jetzt bin ich wieder auf Promo hinarbeiten. Das ist das Problem. Und dann dachte ich, zur Abwechslung vielleicht mal wieder an Cho'Gath. Ja gut, ich habe Nanivia. Was war das letzte Mal eigentlich gegen Nanivia? War das gut oder war das nicht gut? Weiß ich gar nicht mehr, ob das gut oder nicht gut war. Na verdammt. Ich gucke einfach mal, was wird. Und ich dachte, ich brauche gerade wieder ein bisschen Abwechslung so im Jungle. Einfach in den letzten Games. Boah, ging überhaupt nicht. Jax kannst du mal die Nummer nicht so viel machen. Aber hast einen super starken Impact für Midgame. Da, wo es gestartet, wo ich weiß, wo ich die ersten meine Items habe, geben die auf. Das war total dämlich. Das war echt total dämlich. Das hätten wir vielleicht sogar noch gewinnen können. Hätten die sich mal angestrengt. So, dann. Muss ich mich gleich mal ein bisschen hochheilen. Ich bin mal gespannt, wie das Game jetzt wird. Ich habe immer so ein bisschen Gefühl, dass die Creeps mich oft blocken halt wegen Cho'Gath Nahkampf und so. So, Elise ist auf der Topside, die macht gerade einen Red Buff, das heißt, gleich könnte der gegnerische Jungler kommen. In 12 Sekunden oder so, dann kann ich mal ein Ward oben hinsetzen. Ja, der pokt mich jetzt halt ein bisschen. Wen haben die überhaupt im Jungle? Die haben einen Grace im Jungle, okay. Aber ob Graves im Early schon so viel machen kann? Oh je, das war mein Wecker. Da sind die gerade. Gucken, ob das bringt. Was denn? War gut, ich musste gerade weg. Es tut mir leid, aber ich musste weg. Soll ich? Na komm, ich spiel passiv. Bin weggekommen. Ja, ich habe einen Wecker gestellt, aber ich bin schon ein bisschen früher wach, deswegen hat er gerade geklingelt. Ausgeschaltet, damit er nicht nochmal klingelt. Oh nein, Elise, nicht pushen. Und auch nicht die Minions verpassen. Ja, geil. Das war jetzt nicht so gut. Weil jetzt sind die wieder vorne. Übrigens, der Graves ist von unten gekommen. Warum ist der von unten gekommen? Das frage ich mich gerade. Ja, auch wenn die Kuh von der schwerfällig ist, ich habe trotzdem Probleme, der schon auszuweichen, weil ich nicht viel Movement Speed habe. Oh, ernsthaft? Ja gut, da ist er daneben. Ja, da komme ich nicht dran an die Olle. Wegen des haben sie aber keinen Kill auf mich gekriegt und da wusste ich, dass jetzt ein Q kommt, deswegen bin ich ausgewichen.
Da wusste ich gerade, dass ein Kuh kommt. Muss so ein bisschen überlegen, wann ich einen Kuh geworfen hätte und ich hätte bei dir eigentlich sofort einen Kuh geworfen. An der Stelle. ja, gut. Da kann ich nichts mehr machen. Aber die war halt schon Level 6. Weil ich ihn ein paar Mal weg musste. Aber dies ist easy gankbar eigentlich. Vielleicht sollte ich versuchen, nicht ganz so viel zu pushen. Sondern einfach nur am Turm zu stehen und Big Lasted. Da muss ich mal mein E deaktivieren. Wie Lies einfach nur mal einen Minion davon kriegt. Ein Minion von den ganzen. Das war nicht gut. Weißt du, wenn die am Tower stehen, dann bringt es halt nichts, alle Fähigkeiten drauf zu usen, dass der Tower dann trotzdem alle Last Hits kriegt. Sondern Tower-Start abwarten, Auto-Attack, Tower-Start abwarten, Auto-Attack. Problem ist halt, mit dem E push ich halt. Aber mit dem E Last Hittet sich's auch leichter. Jetzt habe ich endlich Ulti. Ja, die Nivea hat dasselbe. Oh, der Graves ist schon wieder hier. Ich hoffe mal, dass die ein bisschen pusht. Ja, macht sie. Das ist Skills. Wusste ich, dass da was kommt, deswegen nicht ausgerichtet. Und jetzt suche ich mir ein Camp und ulte das. In der Zeit. Kann man so schlecht, wenn die am Pushen ist. Außerdem kann Lies dann eigentlich ohne Problem immer gehen. So. Ach verdammt, jetzt bin ich... Jetzt wollte ich rauslaufen, bin da mal reingelaufen. Das war jetzt klar. Ernsthaft? Der Trash will diven oder was? Nie wird kein Mana. Ohne Witz, warum ist der Trash eigentlich oben gewesen? Scheint aber so, dass die Lanes aktuell gerade gut laufen. Na gut, Soraka halt. Die kann da einiges machen. Okay, läuft doch nicht so gut. Schade, dass hier ein Auto-Attack gemacht, der ist euch nass geworden. Ich kann den Anivia halt nicht killen. Oder die Anivia. Den Anivia. Ich kann die Anivia nicht killen.
Schätze, die Spike geportet. Trash doch schon wieder Mitte, weil die mich verarschen. Der hängt hier die ganze Zeit rum. Jetzt kommt er wieder runter. Lord of Ages kostet 1800. Also ein bisschen farmen muss ich noch. Ja, Nivea hat mir gegenüber einen Vorteil. Da muss ich leider weg jetzt. So, die hat er gewartet. 1800 habe ich? Habe ich. Ich hoffe, es liegt auch ein bisschen an der Champion-Konstellation, dass wir gut gewinnen. Wegen A. Elise, B. Gragas Top, also eher tanky. Na verdammt. Lass den Turm doch. Lass mich weggehen, das passt gerade gut. Wir brauchen den Turm jetzt nicht unbedingt schon, denke ich. Ich fand's ein bisschen früh eigentlich. Ich hätte noch ein bisschen gewartet. Muss ich echt weg, ich hab 2000 Gold. Oder 2700 eher schon. So, und dann kann ich mir außerdem noch hier was holen. Ja, die ist super strong, ey. Die ist super strong. Gragas Doppeldoran. Ich bin jemand, der sich ungern Doppeldorans holt. Ungern Doppeldorans, einfach weil das Gefühl hat, man verbläst am Ende doch zu viel Gold für nix. Und ich bin eh nie der Early Game Mensch. Oh Leute, ich hab gedacht, das kriegen wir easy noch. Ja, kriegen wir noch. Kriegen wir auch noch. Gut, der Kill von Poppy ging an Gragi. Ich habe gedacht, bei der Nivea haben wir ein bisschen Zeit, bis sie wiederbelebt wird. Da kann ich auch mal. Ja, der sollte mich nicht killen können eigentlich. Der Graves. Der sollte mich aufgrund der Tankiness nicht killen können.
Anivia kann halt gut gegenpushen. Gut, dass ich jetzt nicht vor will. Oh lol. Ja, das war halt. Vielleicht ein bisschen zu gierig. Leute, das war unser Gragas. Hab ich auch gar nicht realisiert, dass das unser ist. Ich dachte mir, ich hole es mir und gehe dann doch weg. Ich will den nicht denken. Lol. Ja, er kriegt die. Kriegt sie, eine Poppy konnte da nicht weglaufen. Ich habe 2300 Gold. Let me go back. Aber ich denke mal, das wird ein Win. Diesmal wird es ein Win. Diesmal war zum Beispiel das Team gut. Das heißt gut, Team hat gerade gut abgeschnitten. Aber das ist doch schon mal objektorientierter, finde ich. Matt Partym hätte ich gelassen, unter anderem. Aber auch nur, weil es noch recht früh im Spiel war, zum Beispiel im ersten Turm. Und ich dann, dass das Spiel so ein bisschen auf den Lanes gehalten wird. Weißt du, die Lanes liefen gerade gut. Warum also die Lanes kaputt machen? Dadurch, dass die Türme fallen, Mid ist open, dralala, Lane, also die Karte ist einfach offen, jeder ist überall und dadurch kann halt viel verhauen werden. Wenn die Lanes so gut laufen, wie sie laufen, dann hätte ich die auch so noch ein bisschen beibehalten und einfach weiter abgefahren. Achso, ja, und für die Rubberdon. Was hier? Oh, die haben aufgegeben. Lol. Schnelles Game. Gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.